Hallo und herzlich willkommen bei Telegym. Warte, ich muss Holz holen, die Töpfe sind aus. Moment, hallo. Ach so. Ich dachte, wir gehen jetzt nochmal pennen wegen Tag draußen, ne? Und so. Ach so, jo, warte, ich komme. Ich bin schnell auf Füßen, ja. Erik. Hey, ich hab doch schon Hornhaut alle Füße. Der Sigi. Hallo. Aber irgendwie fehlt hier oben noch was. Was fehlt da? Ich weiß, eine Lampe oder ein Gewächs oder irgendwas, was man drüber hängt oder so. Oder Motivational Quote oder so. Irgendwas fehlt ein noch über der Tür. Unangenehm. Unangenehm. So, ab in die Haie. Toll, kann ich wieder mal im Vogelnest schlafen. Danke, Erik. Huch! Was? Hä? Oh, ich bin nicht ganz oben. Oh, hä? Warum das denn nicht? Ah, weil die Decke jetzt höher ist und hier noch kein Regal oben drüber ist. Ah! Du hast über deinem Bett schon dieses Regal da hängen. Dann müssen wir dafür sorgen, dass, ne, und so. Das ist immer ein ganz nicer Fahrstuhl, ne? Da den wir fupp. Ja, aber ich muss nochmal runter, leider. Hai-Maske? Vogelkopf. Ach ja. Der Hai ist mir fast schon egal, aber dieser scheiß Vogel, ja. Vielleicht sollen wir uns oben auch noch eine Kiste machen mit jeweils zwei Masken von allem. Elon Masken. So, wo war denn Fashion? Da war Fashion. Geil. Hast du eine Vogelmaske? Soll ich eine mitbringen? Kannst du machen gerne, ja. Ich habe auch keine Heimmaske dabei, sehe ich gerade. Ja, okay, habe ich auch nicht, aber ich nehme zwei mit. Ja, wegen Schrott und so, ne? Ja, richtig. Ja, gut mitgedacht, Tobi. Hey, gut mitgedacht. Hallo. Dein hübsches Köpfchen ist also auch zum Denken da. Das ist was Neues. Okay. Warte mal. Okay. So, hier. Komm, gönn dir danke. Mal. Ja, danke. Arschloch. Ach, das ist lustig. So, für mich. Schön, Erik, freut mich. Freut mich, dass du Spaß hast. So, Tobi? Oh ja, guten Tag. Oh. Wilde Sau. Hey, was ist das denn? Arschloch. Hilfe! Alter. Kassiv kann ein Schwein sein. Oh. Das ist auch schon. So, warte. Ich mach wieder. Ich glaube, ich klau dir manchmal Pfeile. Das ist egal. Das ist ja eh alles eine Kiste. Ja. Tobi, bleib mal stehen. Ja. Da sind zwei Pfeile in dir. Habe ich dich getroffen? Ich habe aber keinen Schaden gekriegt. Nee, Friendly Fire ist eigentlich aus. Deswegen dachte ich, schieß durch dich durch. Aber offenbar hat dein Körper, dein gestählter Körper, da sind die Pfeile einfach dran abgeprallt. Na gut, das ist ein Schwein gewesen, ne? Ich wollte mich so davor werfen, heroisch. Das liegt einfach in meiner Natur. Ja gut, klar, du bist einfach der Retter der Tiere. So kennt man dich ja auch. Der Schweine. Tiere, wir wollen es nicht übertreiben. Na gut, oh, warte. Oh. Ich hab das Schipsche schon draußen, gell, wenn du was findest. Ja, super. Schön, nee. Schönen Schrotthaufen, geil. Hier auch nicht? Hä? Wahrscheinlich wieder hier oben auf dem Fels. Ne, hä? Ja. Klar, natürlich. Wer kennt es nicht? Ja. Oh mein, das ist doch nicht normal! Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe das nicht. Und, wie viel Haras haben wir hier? Wow. Ne, da ist ja nie. Ich bin ganz ehrlich, wenn es weiter so geht, cheat ich bald Titan. Ja. Das kann doch nicht sein. Das, ganz ehrlich, von zehn Dingern sind 10 Schrott. Ernsthaft, Game? Ich meine, wenn es halt so wäre wie damals, ne, wo wir... Ich nehme die Mango hier mit. Wo wir... Kann ich den nicht einfach so mitnehmen? Muss ich den ganzen Baum fällen, um die Mango mitzunehmen? Ja, Tobi, das ist so in der Natur. Ach so. Gut, klar. Ich meine, wer kennt sie nicht? Die Bauern, die Trauben anpflanzen, die jedes Jahr weg damit. Richtig, da wird erstmal gefällt und dann werden mir die Trauben gepflückt. Hier ist übrigens Smutz. Smutz ist hier wieder. Euer Schmutz? Nehme ich mal mit. Smutz. Smutz. Max Schmutzke. Ich mag es, wenn der Tobi sich smutzig macht. Oh, zweimal Schrott dabei gewesen. Nice. Oh, geil. Oh, Schrotttauchen. Hört sich komisch an. Ein bisschen freue ich mich drauf. Aber ich freue mich eigentlich mehr drauf, Schrott zu haben, anstatt nach Schrott zu tauchen. Ja,
Ah, ich sag mal, ich finde die Unterwasserwelt hier ganz cool. Das sieht schon immer ganz nice aus, so, aber ja. Ja, auf Dauer ist es so. Ist halt nicht so abwechslungsreich, ne? Nee, so, nicht wirklich. Halt jede Insel ständig tauchen. Ich verstehe natürlich, muss man natürlich. Ich würde mir hier so ein Bioshock-Ding wünschen in Kapitel 3, ne? Wo du so. Unterwasserwelt wäre schon geil. Vielleicht kommt das ja. Das wäre schon nice. Würde ich feiern. Und vielleicht, also es soll ja eine Menge mit Jump'n'Run kommen, was. Ja, zu diesem Spiel, da ist das Spiel jetzt für ausgelegt, das ist ja prädestiniert dafür. Ja, die Steuerung, das Gameplay, also wow. Ja, ja, ja. Das Wo bist du? Ich höre es nur piepen, aber ich sehe dich nicht. Achso, nee, es piepst gar nicht, ich bin schon zum Schrotttauchen hier gerade. Achso, ist schon vorbei, ist kein Schatz hier mehr? Also ich habe keinen weiteren gefunden, ich probiere es nachher nochmal auf der anderen Seite der Insel. Wow. Was soll ich hier sagen, Tobi? Das ist, hui. Warte mal gucken, wo du lang geschwommen bist. Du links rum oder eher Richtung Schiff wieder geschwommen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier einfach in der Klippe weiter draußen. Okay. So. Och, das ist so ein Stinkefisch. Oh, verpiss dich. Oh, nice. Deine scheiß Maske nicht. Ja, komisch, dass die alle Mützen geben, ne? Du musst die machen, um Schwarzpulver zu kriegen. Ach du Scheiße. Hier ist eine große Muschel übrigens, Tobi. Hä? Ich guck gleich mal bei Wikipedia, was die kann. Sehr gut. Nee, das mit den kleinen Blobfischen verstehe ich nicht, dass du halt jedes Mal eine Maske kriegst. Weil du musst die ja machen, ne, um Schwarzpulver zu kriegen und davon halt dann im Endeffekt nicht wenige wahrscheinlich. Und dann hast du halt so ein Überangebot. Wobei es natürlich realistisch ist, dass du halt jedem Fisch das Gesicht abschneidest. Man muss ja konsequent sein. Gut, ich weiß, kann man mit den Dingern kann man sonst nichts machen. Ich meine, dass die eigentlich angreifen, das ist ja nur eine Mod, ne? Glaube ich, oder? Wie, dass die eigentlich angreifen? Die greifen? Also wenn du die greifen nur nicht an, wenn du einen Hut trägst von denen. Genau, aber machen die das auch, also ist das auch im Vanilla-Game so? Nee, das ist eine Mod. Das ist eine Mod, genau. Okay. Ich glaube, was haben die Masken sonst für eine Funktion? Das ist eigentlich gar keine, ne? Nö, ist einfach lustige Hüte. Okay. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde die Mod super sinnvoll. Ja. Also wenn ich mir überlege, wir müssten hier tauchen und jedes Mal den Hai beschäftigen, das macht am Anfang vielleicht Spaß und ist aufregend und cool, aber wenn du halt ein großes Boot bauen willst, irgendwann ist es halt, wie sagt man so schön, tedious. Irgendwann ist es halt so, da hast du halt keinen Bock mehr drauf. Ja, das stimmt. Die Mod ist schon sehr sinnvoll. Ja, finde ich auch. Ich meine, vielleicht könnte man das ins Vanilla-Game irgendwie einbauen, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, die Masken irgendwie verstärken musst oder sowas, so, keine Ahnung, mit Metall, dass die dich dann nicht angreifen, damit es ein bisschen schwieriger wird. Weil so killst du einmal so ein Vieh und hast halt eine Maske für immer, ne? Ja gut, das stimmt. Da hast du recht. Aber ich glaube, das könnte man schon einbauen irgendwie. Hm. Oder dass der Hai vielleicht aus Entfernung nicht angreift, aber wenn du zu nahe kommst, dann fliegt deine Tarnung auf. Ja, oder so, ja. Irgendwie sowas. Und dann weißt du halt, nie genau, ist der Hai da, ist der Hai nicht da? Und Oder du musst den Hai halt 4-5 Mal legen, dass du so ein ganzes Hai-Kostüm hast, so mit Flosse auch und sowas. Das wäre auch nice. Würde ich feiern. Ja, würde ich gerne sehen, vor allen Dingen in-game. Ja. Ich weiß genau, wie das bei uns ausgehen würde, Tobi. Ich würde nur noch mit dem Ding rumlaufen. Wir würden keinen Meter mehr vorwärts schwimmen mit dem Schiff, wir würden nur noch drum rumschwimmen. Aber voll geil, so ein Jumpsuit einfach in High-Form. Schon nice. Ja, das wäre nice. Aber, ja gut, dann müssen wir auch 4-5 Mal den Vogel legen. Wäre schon ganz cool. Gut, da hätte man ja noch Spaß dran wenigstens. Ja, den Vogel legen? Oh nee, der geht mir auf den Sack. Ich liebe leidende Vögel. Was? Ja, im Spiel halt, ne? Also das Viech da oben, also, was da immer rumschwimmt. Ja, bitte. Ja, ja, ja gut, das ist ja kein Vogel, das ist ein Zustand. Würde ich nicht mal als Tier bezeichnen. Tierische Enttäuschung, ja. Oh nein. Mir ist gerade ein Blobfisch explodiert. Oh, Erik, was kannst du eigentlich? Der hat mich einfach von hinten überrascht, Tobi. Wie du zum Valentinstag. Was? Nee, der war einfach da und hat gestunken. Wie du zum Valentinstag. Nein. Nee, der hat mich gerade ein bisschen überrascht.
Das wäre der Überraschungsmoment, den ich mit einem Hai dann wünschen würde, mit so einer unvollständigen Hai-Maske oder vielleicht auch mit einer vollständigen, dass er trotzdem auf Nähe, dass es dann nicht funktioniert mit der Tarnung. Weil er dich dann durchschaut. Oh. So. Muss gleich unter Wasser noch ein bisschen Wasser trinken. So, Fischschwärme. So. Junge, Junge, der hat mir fast zwei Drittel meiner Gesundheit abgezogen. Ja, die Fische, die sind schon hier ohne, die Kackviecher. Was für ein motiviertes Kerlchen. Ach, mir fällt gerade auf, ich tauche die ganze Zeit mit Vogelmaske. Oh. Ja, der hat dich nicht angegriffen bis jetzt? Der hat mich bis jetzt nicht angegriffen. Hä? Okay. Das ist aber auch weird. Lustig? Das ist super weird. Wenn ich jetzt vernünftig wäre, wäre das erste, was ich mache, sofort die Maske tauschen. Vielleicht mache ich es auch mal. Okay. Das war ja komisch. Vielleicht haben wir unseren Frieden gefunden mit dem Hai. Glaube ich nicht. Der nimmt doch den ersten Moment und nimmt dich wieder von hinten. Ja, ja, wie du so meinst. Ja, nee, ja. So, hä? Okay. Ach. Ach ja, im flachen Wasser kann man den Schrott ja nicht aufheben, weil es anatomisch nicht möglich ist. Weil der Typ seinen scheiß Hakenarm werfen muss immer. Allein schon das mit dem Haken ist für... Keine Ahnung. Hä? Ah, schon wieder. Es ist doch wohl zum Mäusemelken. Hier liegt halt Schrott rum und ich kann nicht mitnehmen. Wahrscheinlich ja mit E, oder? Keine Ahnung. So. Ich muss sagen, trotzdem, die Unterwasserwelt hier so, das ist schon alles sogar ganz schön designt. Das sieht echt hübsch aus immer. Ja, das auf jeden Fall. Ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Fische wünschen. Also nicht diese Plopfische, sondern so richtige Fischschwärme. Mhm. So eine belebte Unterwasserwelt, ne? So ein bisschen. Ja. Oder dass hier mal ein Wal rumschwimmt. Dieser große, der kommt ja auch ab und zu mal, aber nicht oft. Kann man den eigentlich töten? Nee, leider nicht. Leider nicht. Schade. Also wenn, dann hätten wir, glaube ich, erstmal Vorräte, ne? Ja, wahrscheinlich wird er drei Fleisch droppen oder so. Weißt du, wie es ist? Ja, natürlich, klar. Ein Tran. Und das brauchst du, aber 100 für irgendwas. So, ich glaube, ist die Insel leer? Warst du hier schon? Ich habe mich gerade beim Schiff gesehen. Das kann heißen, dass du eventuell schon hier warst. Und hier sieht es auch ziemlich leer aus. Wobei, da liegt noch Schrott. Ich schläg mal ab. Also nicht mit dem Schiff, sondern... So. mein Inventar. Gut, Scheiße. Kannst ja schwimmen, naja. Nicht? Die Insel ist ja auch ganz schön. So, warte, ich habe ja noch ein bisschen Schrott gefunden, unabhängig, ob du hier warst oder nicht. Lag hier noch was. Und hier hinten. Hier wäre ein super Versteck für Eisen, aber das ist natürlich nichts. Oder du warst hier schon? Na, so ein bisschen Eisen. 7 Eisen habe ich, glaube ich, gefunden. Kann man nicht mehr. Oh, okay. Nice. Aber das war kein Schrott, das ist schon enttäuschend, muss ich sagen. Mhm. Kein Titan. Ist, hui. Das ist halt mega kacke. Also wirklich, das ist halt frustrierend schon ein bisschen, ne? Ja, also so ein bisschen, also ich sag mal, wenn die wirklich sagen würden, irgendwie auf jeder Insel gibt es mindestens 2 Titanen. So, das wäre halt schon nice zu wissen. Mhm. Aber dass es halt so zufallsgeneriert ist, finde ich schon ein bisschen hart, weil du brauchst es halt, um halt voranzukommen. Du brauchst halt, wie viel waren das? 6 Titanen für einen Schrank? Ich habe keine Ahnung. Aber wie viel Insel braucht man denn dann, um einen einzigen Schrank hinzukriegen? So, weißt du? Ja. So, ich meine, vielleicht machen wir auch irgendwas falsch, aber ich wüsste jetzt nicht was. Naja, wir suchen Schätze und graben sie aus. Wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Ja. Ich glaube, anders, da kommst du an Titan nicht dran, ne? Nee. Ja. Also vielleicht noch mit Glück auf einer der Endinseln oder so. Na, ist halt, boah. Ja, das ist leider ein bisschen gestreckt. Er ist ja noch gestreckter als unsere Folgen hier. Ja, naja, aber daran liegt's ja, ne? Wir wären selber sehr effizient, wenn das nicht wäre. Ja, das stimmt. Ja, das Boot wäre schon längst fertig, wenn das mit dem Titan nicht wäre. Schade. Blöd. Schade, Schokolade. Wir wollen das ja nicht, ne? Aber, Ärgerlich. So. Geil. Was denn? Schön Lachssalat, Erik.
Geil, Tobi. Gönn ich mir auch gleich. Ich schwimme gleich wieder nach Hause. Oh, hier ist eh nichts. Jetzt noch der scheiß Vogel irgendwas auf mich droppen lässt, dann drehe ich durch. Alter, oh ja. Original gerade. Original. Oh. Kam grad von oben? Wasser gekommen. Ja, ja. Bin gerade ganz gut aus dem Wasser gekommen. Hing er da schon oben mit seinem Anzug und hat schon gesniped, dann war er endlich aus dem Wasser gekommen. Die alte Missgeburt. Und schon wieder. Junge, Junge, der muss verzweifelt sein. Ah, der ist halt schon sehr hässlich, der Junge. Der ist richtig widerlich. Geh mal ins Wasser wieder. So. Ich komm mal lieber geschwommen. Ach, meine Gesundheit ist wieder voll. Okay, cool. Dann ist auch egal. Tobi, ich eile. Klatsch. Hier schwimmt ein fetter Fisch unter Wasser. Tatsächlich. Hier ist der Hai gerade. Ah, nice. Ja. Alter, das ist Radio, ne? Wenn du unterm Schiff schwimmst, das hört sich einfach so falsch an. Von die Disco hier am Abgehen. Die AIDA wieder auf Kurs. So, okay, was muss ich aber alles ablagern? Muss man natürlich mal gucken, wo was ist. Schrott. Oh. Ich habe 39 Schrott. Das ist schon mal ganz gut. Das ist nice. Ich habe auch, ich glaube, 40 gehabt oder so. War auch gut. Glas 2. Ah ja, Blumen habe ich ja auch gesagt. Ah ne, die Blumen sind jetzt woanders. Eisen und Kupfer. Und da würde ich gerne die Schmelzen schnellstmöglich umziehen. Ich bin ein sehr trauriger Mensch. So. Oh. So. Hilfe. Und. Okay, das ist dann hier drin. Sag mal. Ich hab zu viel Minecraft gespielt, ich drücke jetzt mal Control beim Einsortieren. Ja. Ja. Ach, kenn ich. Nun. Ich wurde letztens auch im Stream gefragt, ob bei mir Shift-Dings nicht funktioniert, um Sachen in die Kiste zu legen. Hab ich gesagt, ja, hab ich ausprobiert, ja. Ging nicht, aber ist ja nicht Steuerung, sondern halt Shift, ne? Mhm. Hallo, mein Name ist Tobias. Nun. Man kommt halt durcheinander mit den Steuerungen, was will man da machen? Ah, das stimmt. So, Blumen. Ah ja, Blumen. Oh. Ah ne, war ja jetzt auch hier, ne? Blumen und Samen. Nur 2 Samen von den ganzen. Habe ich nur 2 weiße Blumen mitgenommen? Na, ist auch egal. Und ich habe noch ein Rezept für Deluxe-Wells, Tobi. Ist das nicht geil? Das ist toll. Ich dachte, ich erfreue dein Herz damit. Können wir das ja endlich machen? Mhm. So. Achso, Wildschweinmaske war ja das Wildschwein. Wir haben jetzt gelegt wieder. Stimmt ja. Ich glaube, so normale Rezepte mit Fleisch oder so gibt's gar nichts, ne? Es gibt nur, also das mit diesem Fleisch, was man so sammelt, gibt's keine Rezepte. Nee, ich glaube nicht. Gibt nur mit Fisch oder mit Hai halt, aber das ist auch Fisch. Das kommt dann schön auf den Grill und dann hat sich das. Hm. Oh, ich sehe schon. Es ist schon auf dem Grill. Die ganzen Grills sind voll mit Fleisch. Aber wir haben ja irgendwo, haben wir nicht Fleisch. Ich feier die Kiste übelst. Fleisch. So, mach das doch mal. Achso, dann kann ich gleich mal probieren, wenn ich jetzt das Schild hier nämlich wegnehme. Weil man ja eh schon kaum an den Kühlschrank kommt. Und wenn ich das hinter die Lampen hänge, vor den Lampen wird es dunkel, glaube ich, aber hinter die Lampen, wenn ich das dann hier so. Müsste gehen, ne? Oh, hier fehlt die Decke. Hast du gerade Hunger? Also ich kann immer was vertragen, aber nicht unbedingt. Okay. Guck mal so, ne, mit den Schildern dann oben. Dann siehst du halt direkt, da oben ist Fleisch. Ja, okay. Wobei ich da, glaube ich, Fisch machen würde und im nächsten dann Fleisch. Aber wir haben... Wir haben ja nur 2 Kühlschränke, weil wir keinen Titan haben. Ja, ja. Mhm. Das ist schon schwierig, ne? Ich überlege gerade, eigentlich ist das mit dem Blumen sogar ziemlich cool auf die Art und Weise. Weil wir ja noch mehr Felder anlegen können. Theoretisch, wenn wir hier nur Bienen machen,
könnten wir hier zwei Etagen mit Blumen machen. Falls wir es brauchen, falls wir so viel pinseln müssen. Aber ich glaube nicht, dass wir so viel pinseln müssen. Nur mal so als Beispiel. Oder wir bauen hier Bäume hin. Ich weiß noch nicht genau, wie groß sie werden. Stimmt, die Baumplantage. Ach ja, die muss auch noch irgendwo hin. Ich glaube, die wollten wir aber ganz nach oben machen, ne? Theoretisch ja, aber ich meine, guck mal hier. Die Bananenbäume passen noch. Ich meine, wir haben nur zwei Bananensamen, glaube ich. Oder ganz wenige nur. Oh, aber die werden auch nicht mehr, oder was? Nee, leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Ich wünsche, man könnte über Zeit vermehren. Ja, aber leider. Der Entwickler ist sehr streng. Ja, also. Wenn, so, wenn er meint, ne? Wenn er meint. Ja, das Rezept für Deluxe-Welt. Ja, das tue ich mal in die Rezeptwand hier. Vielen Dank. Muss mal gucken, wo das Richtige ist. Da. Da haben wir jetzt zwei von. Toll. Hammer. Oh, ich mag es, wie es immer brutzelt. Das ist geil, ne? Das ist nice. Das ist so ein richtiges Küchenfeeling irgendwie da oben. Ja, cool. Find ich auch. Richtig, ich mach mal den Anker übrigens. Oder wollen wir nochmal auf die Insel? Achso, ich kann nochmal. Also, ich könnte nochmal nach Titan gucken, aber ich glaube, da war halt nichts. Okay. Das ist echt enttäuschend. Außer der üblichen Enttäuschung, genau so. So. Das ist so enttäuschend, ne? Mist, was war hier drin? Milch und Eier, ne? Ja. Andersrum. Ich weiß nicht warum, aber Eier und Milch in der Reihenfolge. So. Oh, Honig ist ja auch noch irgendwie drin. Ups. Okay. Eier, Milch, Fleisch. So. Schilder. Machen wir mal zwei. Okay. Dann hätten wir hier. Ach schade, jetzt hört es auf. Oh, hört schon auf zu leuchten. Schade. Ach nichts. Was gibt's denn noch? Eier, Milch, Fleisch, Fische, Obst, ne? Theoretisch, um das. Damit du nicht dauernd nach hinten laufen musst, kann man hier eigentlich so einen Obstkühlschrank machen, oder? Obst und Gemüse. Ja, ich sag mal so Ananas und sowas brauche ich halt irgendwie immer. Für die Sachen. Also, ja, easy. Ja, mach ich immer. Ja. So, tschüss. Dann haben wir die Zutaten. Oh, nice. Geil, Tobi. So, Fleisch und Geflügel. Theoretisch, ne? Wobei, Geflügel, glaube ich, werden wir nicht mehr so viel kriegen, ne? Weil wir ja keine Möwen mehr haben. Ja, Tobi, warte mal ab, bitte. Wir werden natürlich ein paar Möwennester aufstellen und werden die da mit einem Bogen rausholen, das glaubt mal. Also, oder? Ich bin, oder? Ja. Da sage ich nicht nein, Erik. Da bin ich dabei. Ne? So, die hier sind alle leer, ne? Okay, die sind leider alle leer. Wir bräuchten mal zumindest einen Schrank, bräuchten wir mal irgendwie für Nahrung. Also für deine fertigen Gerichte. Ja, da kommt gerade einiges zusammen. Also, wenn du einen hast, gerne. Darf ich deinen Fischlager. Willst du deinen Fischlager da behalten oder darf ich das in die Kühlschränke sortieren? Das kannst du oben sortieren. Ich hab's nur erstmal da drinnen gelassen. Okay, warte. Du musst leider mal reingehen, weil die. Ach ja, wir haben gar keinen Kühlschrank für Fisch. Vergiss es, wir haben ja kein Titan. Ich pack's wieder da rein. Ach ja. Diese erniedrigende Feststellung einfach. So. Eins, zwei, drei. Ich glaube, da und da auch noch eine hin und da irgendwas Dekoratives in die Mitte, ne? Ne? Ich glaube, ich hatte hier erstmal das hier, hatte ich hingestellt, temporär. Oh. Mit diesem komischen Ding, dass die Spielergegenstände gespeichert werden, ne? Ja. Kann man eigentlich alle Sachen dupen. Ich könnte jetzt den Spielstand hier back. Ja, ich könnte den Spielstand backuppen hier. Ja. Dann würde ich das Backup laden. Würde da zum Beispiel unsere, hier, wie heißen die? Tunguska-Blumen oder wie die heißen. Würde ich alle einpacken. Und könnte dann unseren Spielstand laden und hätte immer noch alle im Inventar. Und schon mal die verdoppelt. Oh. Ja gut. Das
Ja. Ist. Bisschen blöd ist das schon. Weißt du Bescheid, was wir gleich machen? Ja. Oh, wir haben 400 Lachssuppen. Was ist das denn? Hui. Ja, wo kommt die alle her? Oh. Wir haben zwischendurch mal wieder hart für euch gearbeitet. Oh. Oh, die Insel? Ach, das ist die Insel von eben? Ja, es hat einen Moment gedauert, bis wir hier weg waren irgendwie. Ach so, okay. Tobi hat mal wieder seine ganze Klasse bei Steuerboarding gezeigt. Ich habe versucht, mit dem Steuerrad ein bisschen was zu machen, aber heilige Maria, ich lasse das lieber. Hä? Naja, ach, das ist ja nicht so schwer. Wenn das jetzt ein realistisches Spiel wäre, hätten wir keine Seitenwände mehr, aber hey, was geht? Ah, so halb so wild, wer braucht das schon? Ich bleib bei meinen Kochtöpfen. So, ich hatte gerade noch eben eine kleine Idee, die ich gerne ausprobieren würde. Das ist ein sehr experimenteller Kutter hier. Aber das müsste eigentlich, und ich glaube, das wäre sogar ganz cool. Die Räume werden zwar ein bisschen sehr groß dann, aber ich meine... Ist doch egal. Ja, das denke ich halt auch. Und die Deckenhöhe hier geht aufgrund dessen sowieso ein nach oben, da ist sowieso Wurst. Was wollte ich denn jetzt? Holz. Richtig. 6. Holz ist 6? 6, Tobi. Tollen 6. 6? Tollen 6. Lass uns den 6 tun. Komm, Inge. Ich mache es dir schön. Ich weiß auch nicht, Tobi. Ich rede einfach nur, während ich eigentlich ganz andere Sachen ausprobiere hier. Ingel Pietz mit anfassen. So. Was, die Pietz? Inge, ja, Pietz. Inge Pietz. Inge Pietz. Oh, schön. Boah. Oh Gott. Boah, ich habe so meine Kerze ausgemacht. Ey. Hast du sie ausgehustet? Boah, geht's mir jetzt zu Ende oder was? Voll die Schwefelvergiftung, ey. Boah. Heilige Maria, warum stinkt die denn so? Okay, ich glaube, das wird aber alles irgendwie doch ganz cool. Erschreckend. Wundert mich auch. Ne? Kann nur ein Versehen sein, ist nicht geplant. So, hier kann man auch was hinmachen. Ein Sofa, was weiß ich. Hier kommt eh was ganz anderes hin. Wir steuern gerade auf eine Mini-Insel zu, oder ist das die Insel, von der wir kommen? Nö, nee, das ist eine andere. Aber ich. Ja. Wollen wir da. Also. Ne? Ich würde halt, ne, Schatz würde ich vielleicht nochmal testen. Ja, wir müssen ja. All die Schätze, die wir da kriegen, wahrscheinlich. Wir müssen ja. Mhm. Sag Bescheid, dann mach ich den Anker raus. Achso, ja, ich guck grad gar nicht. Ich versuche ja immer noch die anderen Sachen zu machen. Okay. Warte. Kann ich? Ich probier mal das. Das sieht bestimmt scheiße aus, oder? Hm. Schnauzdruck. So, das ist irgendwie. Es ist ein bisschen merkwürdig vielleicht. Ich bin noch nicht so sicher, ob das toll ist. Aber dadurch haben wir halt diesen Gang hier. Ich will das unbedingt so machen. Und wir haben ein bisschen Platz hier noch und so. Warte, ich sag dir Bescheid. Es piept. Oh! Okay. Na, raus mit dem Anker, wa? Ja, noch nicht. Hast noch Zeit. Noch nicht, weil wir hier schon auf dem Boden hier unten, sehe ich schon. Okay. Das mit dem Steuerrad ist eigentlich ganz cool, wenn das hier vorne ist. Und dann kann man so gucken. Ne? Ist eigentlich nice. Kannst du direkt ransteuern, ja? Ist eigentlich geil. Ja. Ja, jetzt kannst du raushauen. Geil. Ich verlose den Anker. Ja. Ankerkraut oder was? Nein. So. Oh, ich habe keine Haimaske mit. Brauchen wir eigentlich auch nicht, oder? Müssen wir. Ne, doch, wir müssen ja wieder reinkommen irgendwie, ne? Ja, gut, das krieg ich schon irgendwie hin. Ich hab eine. Das ist okay. Ich lenke den Hai von dir ab, Tobi. Das ist nett von dir.
Wahrscheinlich da oben auf dem Steingipfel, wa? Okay. Direkt auf der Spitze oben drauf. Ja. Nice. Schön mit der Schaufel reinhämmern in das Scheißding. Als ob du willst. Wie? Willst du mich verarschen? Okay, hier sind schwarze Blumen, die nehme ich auf jeden Fall mit. Brauchen wir. Als ob. Mhm. Oh, na immerhin. Ich bin so glücklich, Tobi. Ein. Kein. Jo, ein. Aber zwei Scharniere waren da drin. Oh, und was ist das? Was denn? After the Rain? Und Tape, oder was? A Remnant of Mysterious Collective. Hä? Ist das eine Kassette? Warte mal, ich geh mal ausprobieren. Warte doch mal, zeig doch mal. Wo bist du? Das kann man leider nicht sehen, aber hier. After the Rain, hört sich nach. Nee, ist ein Bild. Also, es gibt also Sammelbilder, ja? Toll. Hammer. Ich bin cool. Davon kann man uns bestimmt einen Küchenschrank kaufen. Ich will nicht so undankbar erscheinen. Ist cool, dass wir das haben, ne? Ist cool. Ja, aber es ist halt cool. Mit dem Titan, das ist halt, boah, das schon ist ja cool. Super. Tobi, das super. Ist schon cool. Tobi, überleg mal, ist schon cool. Nee. Tobi, ist schon cool. Ja, ist schon nicht schlecht. Klar. Ja. Naja, oh nein, ich hab Hunger. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich kann dir was geben, warte mal, ich geb dir was, warte. Bist du noch auf der Insel? Ich bin nur, ja, ich hab kurz nach Eisen ein Schrottbisschen hier mitgenommen. Aber so viel gibt's ja auch irgendwie nicht. Ich bin heute extrem nachlässig, was Nahrung angeht. Hallo. Vielleicht kann ich das Bild fressen. Hab ich keinen Lachssalat? Ich hab doch Lachssalat dabei gehabt. Tobi! Erik, da muss ich dir die 12 Ananas hier geben, tut mir leid. Ich dachte, ich hätte Lachssalat dabei. Ah, naja, okay, das 12 Ananas, super. Hä, wo ist die? Wo ist der Lachssalat hin? Ich esse 3 und bin auf dem Schiff, ne? Jo, ich komm mit. Okay. Ich beschütze dich vor dem Hai. Bin schon drin. Hilfe, der Hai kommt, Erik! Deine Scheißmaske! So, okay. Ja, das war ein bisschen low-bobberig, aber immerhin mehr als auf den großen Inseln, ne? Muss man schon sagen. Ja, das macht's traurig, eigentlich noch trauriger. Traurig, aber wahr. Entschuldigung, vielen Dank. Ah, diese Impfung, Tobi. Wieso habe ich eigentlich... Oh, Erik, wir sind bei 33 Minuten. Nein, das darf nicht passieren. Natürlich. 1, 2, 3, okay. So ist, glaube ich, besser, ne? Okay. So, und auf der anderen Seite haben wir den Flur eigentlich gemacht, auf der anderen Seite? Nee, ne? Ach so, deswegen, okay. Oh. Was denn? Das sieht jetzt von hier oben aus, als hätte da oben jemand auf die Insel geschissen. Hä? Ist ein bisschen eklig. Schön. Hast du also der Menschheit was zurückgegeben oder der Natur? Ja, ich habe mir der Insel gesagt, was ich von ihr halte. Ja, sehr, ja Gott, ganz ehrlich, müssen wir bei allen Inseln so machen. Und eigentlich müsste der scheiß Vogel drunter liegen. Ja, eigentlich ja. In Kacke erstickt. Ne? Nice. Ja, genau so. Ja, das ist way. Oh, ich wollte noch was essen. Oh. Ich habe immer noch nichts geholt. Ich bin heute echt schlecht, was, ne? Ja, okay, durchs Fenster kommt man nicht rein. Schade. So. Na gut, machen wir nächste Folge. Weiterfahren. Mehr Titan sammeln. Ja, irgendwie, irgendwo. Wow. Aber so. Nur der Wahnsinn. Oh, der Lachssalat haut aber gut rein, ne? Ja, der ist richtig krass. Der kocht auch richtig lange. Also der ist echt nice. Also, cool. Voll gut. Dann hole ich mir noch Wasser. Mit dem Wasser hier oben, ich weiß aber noch nicht genau, wo ich die Maschine hinpacken soll, aber ich finde da schon eine Lösung. Ich glaube, vielleicht weiß ich sogar, wohin. Aber dazu muss ich auf der anderen Seite erstmal ausbauen. Ich krieg's, glaube ich, nicht genau in die Küche rein. Ja,
dafür. Das macht ja nichts. Ich meine, da läuft man halt runter, nimmt man sich halt zwei Flaschen und dann hat man ja eigentlich erstmal genug, oder? Und nee, ich krieg's auf die Obertage, krieg ich's wahrscheinlich hin. Aber okay. Die Küche wird schwieriger, direkt in die Küche, weil diese Tanks sind halt so unglaublich klobig. Die sind auch hässlich. Also, die sind cool designt, ja. Aber jetzt, um so in die Küche zu stellen, finde ich sie hässlich irgendwie. Ich weiß nicht. Find ich halt auch. Bin ich bei dir. Hm. Ja, dann nächste Folge, Tobi, oder was? Ja, würde ich mal sagen, ne? Geil, Tobi, freue ich mich drauf, ne? Dann, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr noch dabei seid, ne? Und diese Geduld mit uns habt. Und ja, wenn ihr vielleicht Titanen übrig habt, wir würden. Also, wir würden uns freuen, ja. Ja, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt. Ich habe bei 7 Days damals auch 3 Becher geschickt bekommen. Also, wenn ihr mir jetzt ein bisschen Titan schenken wollt, ich nehme es. Oh, das wäre toll. Das wäre wirklich toll. Ja. Ich würde mich sehr freuen. Wir nehmen jede Gabe, die wir kriegen können, um hier noch irgendwie voranzukommen. Ich nehme auch euer Gold. Ja. Oh, die Dontius reinhageln lassen. Ich ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Tschüss.